Ah, ich bin so unvorsichtig. Ach du Kacke, ey. So. Wow, wow, wow. Nein. Fuck. Seh nichts. Bin tot. Oh Mann. Ah, schade, schade. Hätte echt mehr aufpassen müssen. Ich bin da echt manchmal ein bisschen zu. Was geht denn hier überhaupt ab? Egal, es gibt Speicherpunkte. Ey. Weißt du, also in den letzten Missionen geht es hier ganz schön zur Sache. Hier. Boulevard Baby. Nehmen wir gleich nochmal an. Ich nehme mal an, wir können hier. Genau. Na, mein Freundchen. Headshot. Ich bräuchte, wenn schon, eher eine Schutzweste, ne? Hallo? Hallo, Alter. Wie geht's dir? Lebt ihr jetzt noch? Ach, der steht wieder auf. Hallo? Ey, du hast mir gerade noch einen ge... Ja, okay. Lassen wir das. Ups, brauche ich gar nicht. Na super. Okay. Das ist was mit ihm hier. Hier ist ein wunderschöner... Eine Pinntafel. Das ist ja super interessant. Oh, hier, April. Moment, Moment. Headshot! Ah, fuck. Headshot. Na. Okay, ich verstecke mich gerade hier mal. Ja. Na komm, lad nach. So. Geht hier zur Sache, aber ich finde die Musik schon irgendwie geil. Und der war's auch. Und die Waffe ist leer. Und wir haben eine Schnellfeuerwaffe. So. Ach du Kacke. Irgendwo ist noch einer. Da oben ist jetzt einer. Genau. Alter Schwede, ist das verwirrend. Boah. Jawohl. Okay. Boah, die Kamerafahrt eben. Tschüss. Ja, ich lauf mal lieber weg. Boah, heilige Kacke nochmal. Also da war ja richtig hier alles am Dampfen, ne? Ja, ich probiere gerade mal die Bullen zu umgehen. Brauche jetzt natürlich einen Wagen. Boah, heilige. So, okay. Aber wir haben es soweit geschafft. Da werde ich schon von den Bullen angeschossen. Scheiß Arschlöcher. Fickt euch. Aua. Fuck, ich brauche einen Wagen. Ich kann nicht mehr rennen. Mein Sprintsaft ist alle. Wann der Philipp. Ja, geil. Okay, ich verreck schon wieder. Würde gerne wissen, wie viele Bullen gerade hinter mir her sind. Okay, nice. Oh, das ist eine... Ah, ich kann rennen. Oh Gott, danke. Ob ich mir jetzt vielleicht einen Hotdog kaufen kann? Das könnte jetzt die dümmste Idee sein über... Ja, es ist die dümmste. Es ist ein Hotdog! Alter, beeil dich. Hey, die gehen weg. Die gehen echt weg, die Bullen. Wie geil, die Bullen gehen einfach weg. Was ist das denn für ein komischer Fehler? Also, oh, oh Gott sei Dank. Jetzt habe ich wieder volles Leben. Wie geil ist das denn? So, ich baue einen Wagen. Ich wollte es nur kurz... Ach, da ist keiner drin. Ghost-Wagen. Auto. Mobil. Okay, ich bin weg. So, ich würde sagen, wenn wir die Bullen dann los sind, dann haben wir es doch noch geschafft. Und dann können wir ja vielleicht mit der nächsten Mission weitermachen. Oh Gott, ein Helikopter. Ist ja gut. Also die Bullen müssen ja auch immer übertreiben. Oder so. Ja. Bleib mal hier.
Jawohl! Sehr gut. 86%, das ist echt gut gelaufen. Hätte ich es noch ein bisschen schneller geschafft, die Bullen loszuwerden, dann wäre es noch besser. Okay, wir rufen Tony an. Sorry. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Was sind wir denn? Tony könnten wir jetzt auch. Wir machen aber Josef weiter. Boah, alter Schwede. Wie viel Geld haben wir genau? Das wollte ich wissen. $226.000 haben wir. Naja, gut. Ich beschwere mich nicht. Ich fahre jetzt mal Meat Factory. Na super. Ich fahre jetzt mal hier lang. Und wir machen direkt weiter. Der Luis hat echt schon ein tolles Leben. Ich gehe da jetzt mal nicht ran, weil ich hier beim Ding weitermachen will, beim Yusuf. Boah, ey. Okay. Wo ist der? Ah, da vorne. Okay. Ja gut, dann machen wir weiter. Wir sind ja bisher relativ gut vorangekommen. Wie gesagt, zum Glück gibt es die ganzen Checkpoints. Das macht es echt wesentlich angenehmer einfach. Denn stellt euch vor, ich hätte jetzt nochmal den Tanz machen müssen und so weiter. Das wäre echt ein bisschen nervig gewesen. Aber durch den Checkpoint konnten wir direkt weitermachen. Das finde ich supi. Hat halt generell immer in den alten GTA-Teilen immer so ein bisschen gefehlt. Das war jetzt nicht so schlau. Ja, vielleicht kann ich noch Yusuf annehmen. Ja. Ach, Gott sei Dank. Cold with your pants down. Think you want to moderate your use of the word, bro? It's not fucking cool, all right? Listen, are we gonna do this or what? I'm on the fucking clock, man. Chill, baby. Get into it. Feel it. Let's go. Das frage ich mich auch. Nothing wrong with me, homeboy. I'm going to build the biggest fucking building in this fucking town. The biggest. My name will go down in history. Yeah, I don't doubt that, man. What do you want? Well, I heard from a friend that we can get some real hardware. A bit like the chopper, but better, partner. Better. Yeah, I don't think I can handle any more of that shit, partner. I'm talking something seriously intense. How about a mother fucking news tank? Give it up, bro. Come on. Come on! Hey, what you need a news tank for, man? What are you, crime fighting now? I want it. Come on, baby, you and me, doing our tank thing? Just rolling like some desert storm niggas, huh? Ooh, Chinese person! Bye-bye, nigga! You're fucking ridiculous, man. Hey, man. Money, is it money? Is that money you want? Here, here, have it. But come on, let's go get this thing! Come on! Come on, baby, get up, come on! Let's go again. To the left. And we got an Arab money. Come on, baby. We got an Arab money. Yusuf. Oh, Papa. What are you doing here? Welcome. Welcome, Papa. This is my business associate, Mr. Luis. Mr. Luis. Allah, he is the greatest technical advisor in the whole city. And, this is his wife, Jaundice. Careful, motherfucker! Yes, and, you know, we were just having a little creative meeting and things went a bit crazy and I somehow lost my pants. But, you know, Papa, I tell you, you're looking very well, in fact. I knew how disgraceful you were, but I didn't realize quite how shameful you were. Oh, Papa, things are not how they look.
Things do not look good, son. Don't judge a book by its cover, father. That's what you taught me. When a book is called guns, drugs, hookers, and no pants, I think I don't need to read it. Well, Papa, you know, these people, they mean nothing to me. In fact, they're just going. Go, get out. You, Mr. Lewis, take your wife, Mrs. Lewis. And may I say, madame, this is not a very appropriate way for a married woman to dress. I told him many times, father, this is a disrespectful way to dress. Do they listen to me? No, never. And you, by the way, I'll text you in about 1 minute about the tank, okay? The news tank? Shh! Go and leave right now. Don't you dare come back without knocking first. These people are a disgrace, Papa. But I tell you, moving swiftly on, you will be very proud of my plans I want to show you for the Imperial Amir Towers. I tell you, Papa, magisterial doesn't do justice to it. Ja. Okay, Yusuf ruft an. Yusuf? Begib dich zur Star Junction. Ach du Kacke, ey. Was mir übrigens... Oh, verdammt. Was mir übrigens aufgefallen ist, in dem Fernsehen liefen die ganze Zeit die Credits aus GTA 4 über den Bildschirm. Aber gut, wir machen es jetzt auf zum besagten Ort und müssen einen Panzer klauen. Ja, wer es nicht wusste, in GTA The Ballad of Gay Tony gibt es auch Panzer. Die gab es im Hauptspiel und im anderen DLC gab es die nicht. Ich bieg mal hier ab. Okay, wo müssen wir denn genau hin? Achso, ist direkt da vorne. Okay. Was ist das denn schon wieder für ein... The Man's Room. Ich frag lieber nicht. Plakate sind aber irgendwie geil. Oder halt die Anzeigen hier. Oh, wir sind schon da. Na dann. Ja, warum nicht? Okay. So, ich muss natürlich wieder fliegen. Okay. Fliegt in die Nähe des GPT. Oh Gott. Ich bin schon mal gespannt, was wir jetzt erledigen. Ups, Entschuldigung, ich wollte gerade nachgucken. Ach, das ist da. Ah, okay. Ich wollte mich nur... Da ist er. Ich frage mich, wie wir das jetzt am besten angehen. Da unten ist er. Okay. Da fliegt er gerade mit dem Panzer. Das ist echt cool. Aha. Sehr gut. Okay, das heißt, er hat die Steuern. Und wir müssen uns jetzt darum kümmern. Boah. Wie cool das ist. Okay. Schieß auf die gelben Halterungen an den Kabeln, um den GPT zu lösen. Achso. Achso, hier unten. Ah, alter Schwede. Ja, hier.
Hier, hier, hier müssen wir schießen. Fuck. Sehr gut. Sehr gut. Na, fuck, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Alter, das... Nachladen. Komm! Ich treff's nicht! Nachladen, nachladen, Moment. Ah, verdammt. Ist echt nicht einfach, Leute.